Liebe Leute, weiter mit Flatland, dritter Stream auf Twitch. Grüße an YouTube-Leute. Und das hatten wir letztes Mal hier erlebt. Pfadfinderverbund. Das ist eine Forschung, die wir uns geholt hatten. Nee, das ist ein Event. Kiara Graham, das ist die von dem zweiten Clan. Wir haben einen großen Clan, mit dem wir gestartet sind, und einen kleinen zweiten, mit dem wir hier auch weitermachen. Und die hätte gerne, dass wir den Pfadfinderverbund als Gesetz einführen. Das helfe uns beim Beschaffen von Ressourcen. Ich glaube, das wollten wir ohnehin machen. Wenn ich mich richtig... Ah, das ist ein Gesetz, das wir machen können. Dann ist das Gesetz wiederum gesperrt. Wenn wir uns darum kümmern, hat sie uns lieber. Das ist das, der gelbe Clan hier unten. Der andere ist der grüne. Aber ich würde natürlich gerne eigentlich mal nachschauen. Das kann ich gerade nicht. Ob das so ein cooles Gesetz ist oder nicht. Wenn wir das ablehnen, fallen wir aber hier unten durch. Das klingt aber eigentlich gut. Man braucht weniger Zeit zum Sammeln von allem. Man braucht 5 Müll. Also hier oben von der Ressource um. Das machen wir, komm, wir kümmern uns da mal drum. Das finde ich sicher cool. Jetzt gehen wir mal schauen, ob wir das wirklich machen wollen. Da unten ist die Gesetzesübersicht hier vorne. Und jetzt suchen wir uns das mal aus, wo das Gesetz steht. Wo steht das? Pfadfinder, da oben. Spezialisierung. Und das ist ein Gesetz, das finden sie cool. Und die mögen das aber, glaube ich, auch. Spezialisierung können wir mit 20 Einflusspunkten ausgeben. 53 haben wir allerdings erst in einem Tag wieder. Weil es einen Cooldown gibt und weil man, glaube ich, alle drei Spieltage ein Gesetz machen kann. Die haben diverse Spezialisierungen. Also der Clan hier unten, der hatte, glaube ich, die gucken wir uns auch einmal an hier. Und der hatte als Spezialisierung welche beiden Geschichten? Nee, oh Gott, wo ist die Übersicht? Hier. Nee, auch nicht. Clanprofil. Das war der Clan hier vorne und der hatte die Spezialisierung für... Ja, wo sieht man das nochmal? Es gibt immer zwei Sachen, die gerne haben. Wo sieht man das denn hier? Belesen, das sind die kleinen Spezialisierungen. Dann gibt es innerhalb der Achse zwei Sachen, die wollen. Hier steht es, neue Welt und Freiheit. Das mögen die beiden. Und die mögen alte Welt und Freiheit. Und wenn man da einen Blick wirft in die Technologie, einen Blick in die Gesetze rein, sehen wir, das ist Freizeit, das ist Sicherheit, das ist Tradition, das ist Überleben. Aber es sieht so aus, als fände niemand das schlimm. Das heißt, das können wir gleich machen. So, dann wollten wir das hier vorne ausbauen, das Pfadfinderlager. Wir hatten hier ein Event gehabt. Das ist das Kraftwerk, in das wir reinkommen wollen. Wir beschließen einmal, das aufzuwerten. Dann wird das ja ein dauerhaftes Lager. Wir hatten 300 mitgenommen von dem Müll, also von den Wertstoffen. Das wird aufgelagert. Das dauert ein kleines bisschen. Arbeitskräfte sind hier tätig. Erfolgreich liegt am Ende des Tunnels. Das Event haben wir geschafft. Wir bekämen 10 Forschungen, weil wir den Kraftwerkskomplex gefunden haben. Nächster Schritt, der Schlüssel zum Strom. Wir sollen die Schlüsselkarten finden, die diese Türen des Komplexes hier öffnen können. Die sollten sein in der Nähe des Wiedergeburtsbürogehäuses. Es gibt mehrere Schlüsselkarten. Mindestens eine sollen wir finden. Sei ja irgendwo in der Nähe. Dann sollen wir den Weg hineinfinden. Also das Bürogebäude, dann das Pförtnerhaus betreten und so weiter. So, und das hier vorne, da gibt's das, aber wir wollen erstmal das Lagerhaus hier zu Ende bauen. Dann gehen wir noch einmal zurück zu der Startwelt, die war ja hinten. Da hatte alles begonnen. Es ist eine Mischung von Zufallskarten und geskripteten, also die Karten sind zufällig, die Inseln sind handgemacht, aber zufällig auf so einer Karte verteilt. Das heißt, es gibt einen gewissen, aber keinen extrem großen Wiederspielwert. Wir schauen mal, wie viele Arbeitskräfte haben wir. Überschuss 0, das wäre hier oben zu sehen. Produktion, ein Überschuss an Wasser, an Nahrung. Wir haben etwas so wenig riskante Nahrung, aber im Prinzip läuft's. Wir gucken mal, was wir bei den Forschungen eingestellt hatten. Im Studierzimmer arbeiten 3 Leute, um etwas Forschung zu generieren. Wir haben allerdings auch ein Relikt aus der alten Welt. Da kann man gleich den Modus wechseln und können das dann zu Ende erforschen, um noch mehr zu bekommen. Das könnten wir hier schon mal machen, weil wenn man die einmalig verbraucht, erzeugt man einen dicken Batzen an Forschung.
Wir gehen hier einmal rein und wechseln vom Forschungsmodus auf den Standardmodus. Da wird jetzt eines von denen hingebracht. Zwei Arbeitskräfte brauchen wir nur, dann steht einmal 60. Wir haben ja 5 Arbeitsplätze für den normalen Modus und das ist stillgelegt. Ja, jetzt, aber wir haben zu wenig Arbeitskräfte. Wir legen das still, aber das hier vorne läuft voll, dann haben wir wieder mehr, alles klar. Hier vorne haben wir sehr viele Lager, haben wir sehr viele normale Leute. Brauchen wir von irgendwas demnächst wieder mehr? Welche Forschung wäre dringend nötig? Wir haben viele Sachen noch nicht erforscht. Überleben, Nahrung weiter, Insektenhaus, Kräuter sammeln, Wohlergehen, tollere Häuser bauen, hat alles noch ein bisschen Zeit. Und hier vorne war die Sache mit dem Insektenhaus und Wachstum, Müllsortierung, noch mehr Müll brauchen wir nicht. Wir haben sehr vieles schon erforscht, läuft sehr gut. Dann können wir die Lagerhäuser upgraden, dass sie noch mehr Lagermengen haben. Dann können wir die allgemeine Lagermenge hochtreiben. Ja, wir haben etwas zu wenig Lagerkapazität für Nahrung immer. Und wenn wir mehr, wenn wir unsere, das hier, X-Bahn, danke fürs Cheeren. Phoenix, danke fürs 4. Abo. Avalia, vielen Dank fürs halbe Jahr hier dabei. Wenn wir mehr riskante Nahrung fordern, würden wir das cool. Was wir dafür wiederum bräuchten, wären mehr von den... was hatten wir freigeschaltet? Die Muschelstation, die kann dazu geupgradet werden. Und dann, dafür brauchen wir Schrott als Voraussetzung. Und dann... Baukosten ist die Tagesproduktion höhere. Das könnten wir schon mal machen. Das hier oben ist mir etwas zu wenig potenziell. Das könnten wir freischalten. Dafür brauchen wir 10 Forschungspunkte. Wir müssen uns den Schrott holen. Den Schrott gibt es hier. Einmal 30, dann bleiben allerdings nicht viele übrig. Und dann gehen wir hier einen Schritt weiter. Kräuter brauchen wir im Augenblick nicht mehr. Insektenhaus braucht nur 10. Das können wir sofort machen. Und dann produzieren wir aus Sojabohnen unbedenkliche Nahrung. Das ist cool. Und für die wiederum brauchen wir eine Farm. Und die kommt aber erst hier später. Weil die Soja-Geschichten, wir haben viel auf Lager. Und dafür brauchen wir 15 und auch den Schrott. Alles klar. Ja, würde ich sagen, wir warten noch ein bisschen ab und warten mal ab, wofür wir es wirklich dringend brauchen. So, wir haben hier unten jetzt, ich gehe da mal hin, das Lagerhaus groß ausgebaut hier. Ach so, was wir gerne mal, was ich total gerne, lass uns mal rauskriegen, wo das ist im Tech Tree, dass man verschiedene Bezirke schaffen kann, weil wir haben im Augenblick nur einen großen Bezirk, das ist die Bezirksverwaltung. Nee, wir haben zwei. Wir haben zwei Bezirke. Wir haben Seerosengrund und wir haben Korallenfarm und Schilflager. Und es gibt irgendeine Möglichkeit, dass man die Bezirke, dass man die von einem zum anderen hin und her schicken kann. Hat man das schon freigeschaltet? Dass man die Clans einzelnen Bezirken zuweisen kann? Hatten wir das schon? Ging das schon? Habt ihr im Kopf, welche Forschung man dafür bräuchte? Ob wir die schon freigeschaltet haben oder nicht? Habt ihr das im Kopf? Wisst ihr das? Ginge das, könnten wir einen Clan einem zuweisen irgendwie. Könnten wir sagen, bei der Bezirksverwaltung, nämlich hier vorne, hier dürfen nur die XY-Leute hin. Ich glaube im Augenblick noch nicht, ne? Den Pier brauche ich, das war's, Aerosun. Das ist ein Gebäude oder eine Technologie? Wie war das nochmal? Ich glaube, das war ein Gebäude, das man bauen kann durch eine bestimmte Technologie. Das kam relativ spät auch, oder? Wisst ihr noch, wo das war? Freigeschaltet haben wir es noch nicht. Worüber gibt es den Pier? Boote zum Durchsuchen und Erkunden. Treibendes Pfadfinderlager, Pfadfinderlager auf dem Wasser bauen, Tauchausrüstung, Stelzenplattform. Da ist der Pier, da ist der. Dafür brauchen wir Schrott. Ja, wir brauchen 10 Forschungspunkte dafür. Das können wir jetzt machen, können wir jetzt sofort freischalten. Das machen wir. Ein Hafen an den Boote anlegen können, Piers verbinden entfernte Inseln und dann können wir Personen transportieren. Das machen wir jetzt. Wir schalten einmal den Schrott hier frei, 30 Technologiepunkte, 28 bleiben übrig. Jetzt hier vorne der Pier und da ist er. Klasse. Jetzt bauen wir den. Dafür brauchen wir 30 Schrott, 600
Holz und 600 Plastik. Holz und Plastik haben wir nicht genug. Einen, wir können erstmal nur einen bauen. Einen können wir bauen. Wir brauchen wahrscheinlich einen Pier in jeder dieser Inseln, die wir verbinden wollen. Ne? Das heißt zwei in Summe. Wir brauchen mehr Holz. Die Schrottmenge wiederum reicht, die wir haben. Da hatten wir viel gesammelt. Wir müssen auch gucken, dass wir an schön viel Holz rankommen. Genau, ja, ja. Wir können den ersten schon mal bauen. Wo kann man denn an viel Holz ran? Am ersten. Hier vorne. Hier vorne hatten wir ein Holzfällerhaus. Hier können wir was einsammeln. Hier können wir Arbeitskräfte zuweisen. Wir schwimmen in Plastik. Wir haben im Augenblick 6 Arbeitskräfte auf Vorrat. Packen wir hier mal 2 rein. Schmeißen das wieder an. Und wir schauen mal, ob wir mit Sammelaufträgen noch ein bisschen Holz hier einsammeln können irgendwo. Hier so ein bisschen. Es gibt ein gemeinsames Lager. Hier können wir viel einsammeln. Oh, das ist gut. Hier gibt es eine Menge Holz. Wenn wir hier hin. Hier gibt es auch viel Holz. Das hilft sehr. 2 Projekte hier. Dann schauen wir, ob wir hier vorne Holz einsammeln können. Hier auch. Oh, zauberhaft. Unfassbare Mengen. Sehr gut. Klasse. Wie viele Leute sind hier eingeteilt zum Suchen? Einer. Und da hatten wir Wasser gesammelt. Wasser ist relativ viel. Das heißt, wir können hier mal einen Wassersammler rausnehmen und den hier zuweisen für einmal einsammeln. Und den dritten Bezirk haben wir hier unten. Da haben wir uns gerade geholt. Und hier können wir auch mal gucken, ob wir ein bisschen Holz schon mal einsammeln. Das sind die Sammelaufträge hier. Hier unten auch jede Menge Holz. Sehr schön. 20, ja, also immerhin etwas. Einmal einsammeln. Oh, wow. Großartig. Unglaubliche Mengen. Und hier auch nochmal sehr viel. Ja, dann können wir den sogar canceln erstmal. 3 Leute arbeiten hier. Kleines Lagerhaus ist fertig. Aufgabenliste, aber alle arbeiten hier vorne. Dann machen wir noch ein paar Erkundungsgeschichten hier ins Ungewisse rein, bevor wir hier weitergehen. Einmal hier hin. Hier die Gebäude, da können wir auch viel finden. Einmal hier hin. Anklicken können wir die Gebäude noch nicht. Na, die, da gehen wir gleich mal hin. Prima. Wunderbar. Sehr schön. Ja, das sind immer so Meldungen, die kommen rein, die kann man meistens ignorieren. Dass es Obdachlose gibt, nicht. Wir sollten hier vor Ort vielleicht das ein oder andere Zelt bauen. Das könnten wir schon mal machen. Geht ja hier einmal in den Bau rein. Wir bauen hier bei Wohlergehen einen Verschlag. Unterkunft aus Holz. Nee, stimmt doch gar nicht. Aus Steinen. Aus Trümmern. Trümmer haben wir nicht genug, können wir im Augenblick nicht bauen. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten hier, bevor er das machen kann. Wird fleißig alles ausgesammelt. Hatten wir denn... Hier ist ein Verschlag gebaut worden. Okay. Da hatten wir Upgrades. Okay. Kann man das Gesetz schon machen? Das war das Gesetz. Pfadfinderverbund. Führen wir jetzt ein. Das findet sie ja ganz toll und das sorgt hier für positive Stimmung. Pfadfinderbund geschafft, 10 Einfluss drauf bekommen und alle 10 Menschen von diesem Clan sind jetzt stolz, dass sie hier dazugehören. 3 Arbeitskräfte, die nichts zu tun haben. Ah, das hatte pausiert? Nein. Pausiert das oder pausiert das nicht? So ist pausiert es nicht. Oh Gott, wie war das nochmal? Das pausiert. Das pausiert nicht. Wenn das aufleuchtet, pausiert es. Es darf also nicht aufleuchten. Alles klar. Also genau umgekehrt. Jetzt. Jetzt funktioniert es. Das ist die Sortierhütte. Plastik haben wir genug. Die darf pausieren. Und hier vorne der Fischerkai.
Die Nahrung geht ein bisschen ab, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und hier war noch ein Fischerkai, der läuft allerdings auch gut. Dann haben wir eine Muschelstation gebaut, die stand hier, ne? 4 Arbeitskräfte und produziert gerade mal nur 24. 890 Holz, wir können gleich den ersten Pier bauen. Gehen wir mal rüber zum Kraftwerk hier schauen. Wird viel eingesammelt, klasse. Es wäre nicht schlimm, nicht schlecht, wenn wir noch ein paar Trümmer einsammeln, damit die Leute hier vorne. Das haben wir aufgedeckt. Und was gibt's hier? Beton. Oh, wie toll. Relikte aus der alten Welt. Noch mehr Forschung. Kohlefunkbatterien. Super cool. Und hier auch welche. Der ist da auch riskant. Risikofaktoren. Mäßige Krankheit, schwere Krankheit. Im Augenblick können wir. Gibt es ja noch kein Medizinzelt. Gibt es hier Risikofaktoren? Keine, ne? Doch auch einer. Warten wir einen Moment ab. Ich will erstmal den Pier haben, damit die Leute zum Medizinzelt fahren können. Ist sonst doof. Ja. Schauen, was wir hier noch einsammeln können. Holz wollten wir hier einsammeln, genau. Einmal Holz einsammeln. Nahrung haben wir genug. Hier noch ein bisschen Erkundung bitte, bis zum Rand. Da wo grün ist, kann man hinlaufen, weiter nicht. Das ist die Reichweite vom Lagerhaus. Hier kann man noch Holz einsammeln, aber nicht in den Bereich rein. Dann kann man nachher auch die Aufgabe hier machen, aber erstmal hier alles ein bisschen anschieben. Hier kann man auch noch Holz sammeln. Aber wir haben genug Aufgaben hier. Holz kann man sammeln bis 2,5. Okay. Es kann aber sein, dass das Lager hier voll ist. Nee, ist nicht. Nur die Pfadfinderlager, die haben, glaube ich, eine mobile Lagerkapazität. Insgesamt gibt es so ein Insellager für alle hier. Die Aktion hier von unten, da warten wir noch einen Moment ab. Wir können langsam den ersten Pier bauen. Bauen wir einen hier vorne. Ja, haben wir alles dafür? Ja. Wo bauen wir den hin? Kurze Wege. Braucht man da aber erst eigentlich hier unten hin, ne? Weil das ist so Kartenrand hier. In die Richtung geht es doch weiter. Hier unten ein Pier hin. Was wäre denn ein guter Platz dafür? Muss halb auf dem Land, halb im Wasser gebaut hier vorne hin. Das geht doch. Hier vorne geht auch. Was ist denn hier im Wasser? Ein Trümmerhaufen. Mit Vorschlaghammer einsammeln. Noch mehr Trümmerhaufen. Müllhaufen. Hierhin? Hier ist insgesamt relativ wenig Platz. Hier kommen viele Leute hin. Einmal hier hin. Oder in die Mitte. Nee, wir machen es hier unten hin. Ein Hafen? Hier vorne hin, genau. Dann machen wir den ersten Pier. Holz kommt langsam dazu, Plastik auch. Wir können auch schon hier unten den zweiten einstellen, weil die sammeln in irrem Tempo ja Holz hier. Da ist der Schlüssel, den wir finden müssen. Okay, boah, ist das weit weg. Müssen noch weit laufen. Alles klar. Aber erstmal mal das gleiche im ersten Schritt hier. Bauen wir hier auch ein Pier. Hier vorne hin. Einmal hier hin, bitte. Das wird unsere Holzvorräte ganz schön beanspruchen. Kommt wieder die wunderschöne Nachtatmosphäre hier. Kein freier Platz für Bretter. Das Problem ist gleich weg. Das ist aber nicht mehr lange. Ist auch Quatsch. Bis 2.500. Ach, für Bretter, nicht für Holz. Wir könnten das Sägewerk mal stoppen.
Das war hier vorne, ne? Nee, das ist die Spielhalle, die alle Leute etwas glücklicher macht. Wildbeuterhaus, das nur im Augenblick ruht, weil die Bären schon eingesetzt. Das ist es hier. Das kann man statt mir. Wir haben drei weitere Arbeitskräfte. Eine weitere Arbeitskraft. Die könnte man da irgendwo einteilen. Gibt es irgendwas, was wir dringend brauchen? Trümmer sammeln wir nur ein. Schrotte auch. Läuft irgendwo schon eine Fabrik? Hier vorne war da eine Fabrik. Funktioniert die schon? Nee, die können wir aufwerten. Die arbeiten noch nicht. Die können wir aufwerten mit 400 Holz. 200 Trümmer, da sind wir weit von entfernt. Dann können wir da selber die ganze Zeit was herstellen, nämlich unseren eigenen Schrott ständig draus herstellen. Und zwar aus nichts. Brauchen wir erstmal sehr viele Trümmer für. Hier haben wir auch kein Lager mehr, ne? Doch, ein kleines Lagerhaus steht hier. Können wir hier auch Sachen einsammeln? Holz. Ein bisschen, na, ganz wenig nur. Finden wir irgendwo hier nochmal Trümmer? Hier, Unmengen an Holz. Die brauchen wir gleich wieder. Einmal hier. Holz und Plastik hier unten. Das war ein langer Weg. Geht aber. Einmal hier hin. Wir haben hier oben einmal Wasser. Wir haben auch einen Wasserüberschuss und wir können da auch mal vorübergehend hier die Arbeitskräfte rausnehmen. Wir haben genug Wasser. Einmal Wasser hier weg oder einfach mal stoppen. Wenn man hier drei Leute rein, dann rennen die ja immer viel rum. Ja? Jetzt wieder zurück zu der neuen Insel, die wir hier haben. Hier entsteht der Pier. Klasse. Beim Beginn der Nacht wird immer die Nahrung, geht es immer an die Nahrungsvorräte und an die Wasservorräte ran. Ich wette, wir müssen den Forschungsmodus schon wieder umstellen. Das habe ich verabsäumt gerade. Gehen hier mal rein. Ja, hier läuft nichts mehr. Wir stellen mal den Modus um auf den Akademie-Modus. Da können wir nämlich aus hier raus, aus den Büchern, Erfahrungspunkte generieren für einen unserer Clans. Schrott wurde, glaube ich, gerade freigeschaltet. Haben wir doch gerade gemacht. Ja, da ist er. Alles gut. Jetzt haben wir 28 Forschungspunkte. Wir haben immer noch relativ wenig von der riskanten Nahrung. Also das Simpelste wäre eigentlich hinzugehen und hier vorne die Muschelfarm freizuschalten. Nehmen wir dann mehr davon. 800 Holz. 800 Holz für ein bisschen mehr Tagesproduktion hier. Krass. Das wäre die Alternative. 500 Holz, den Fischerkai ausbauen. Dann arbeitet hier eine Person mehr. Ob jetzt die Tagesproduktion darauf zurückzuführen ist, dass es hier eine Arbeitskraft mehr gibt, das weiß ich nicht. Hier arbeiten vier Leute, hier auch vier. Ah, da braucht man einen Spezialisten. Ich weiß mal nicht, ob wir den passenden haben. Wir könnten das mal auf gut Glück hier freischalten. 20 Forschungspunkte liegen dabei drauf. Holzfällerlager. Ja, das ist... Die Bretter haben wir. Holz ist gerade ein Problem bei uns, ne? Dadurch würden wir Unmengen an Holz hier generieren. Hier würden 6 Leute arbeiten, aber mehrere sind Spezialisten aus verschiedenen Bereichen. Die haben wir gar nicht alle. Wir haben ja noch nicht mal von der einen Spezialisierung genug. Die kommt nur pro Clan. Finde ich ein bisschen schwierig. Können wir nochmal ein Gesetz machen? Eine Rede des Oberhauptes in einer Runde, dann können wir nochmal Einfluss generieren. Auf Vorrat. Wir brauchen mehr Nahrung. Wir haben einen Bürger, der nichts macht. Ja, wir können die Küche wieder in Gang setzen hier, oder? Die ist in Gang. Die ist in Gang. Hier fehlt ein Spezialist.
Den haben wir auch nicht. Wir haben niemanden, der über Ausdruck verfügt. Wir könnten hier vorne nochmal eine Küche anschmeißen. Die arbeitet auch schon. Krass. Also nahrungsmäßig sieht es ein bisschen uncool aus. Geschmack einer längst vergangenen Welt. Bobby Bahn meldet sich, der Arbeiter. Und mein Sohn hat eine Seite aus einer Zeitschrift der alten Welt gefunden. Darauf war eine Werbung für eine Bäckereikette, die Bio-Brote anbietet. Jetzt jammern er und seine Freunde nur über echte Brote, wie es unsere Großeltern gegessen haben. Er kann sich kaum noch an echtes Brot und Bio-Brote erinnern. Können wir bitte eine Bäckerei eröffnen? Ja, würde ich gerne, aber da braucht man lange für. Ich weiß nicht, aber da brauchen wir viele Forschungen, da sind wir gerade zu viel. Das kriegen wir erstmal nicht hin. Hatten wir uns eben angeschaut. Also gerne. Wir brauchen eine Baker Station, eine Bäckerei wahrscheinlich, eine Mühle und eine Farm. Die können wir mit Ach und Krach bauen, aber der gibt uns wahrscheinlich ein Zeitlimit auch. Das schaffen wir gerade nicht. Also kriegen wir nicht hin. Also das wird ihn jetzt sehr verärgern, aber dafür stimmen die anderen uns wenigstens zu. So, jetzt müssen wir uns echt mal um das Thema Nahrung kümmern. Zuerst sammeln wir noch ein bisschen Nahrung ein. Das geht auf mehreren, an mehreren Stellen. Das geht auch hier vorne. Hier können wir Nahrung einsammeln. Ah! Ich glaube, hier könnten wir sogar Folgendes machen. Das wäre das Simpelste. Wir könnten sogar ein Wildbeutehaus hier hinbauen. Für Nahrung sammeln, oder? Alle vier auf einmal? Super! Dann würden wir allerdings alle Leute, die hier arbeiten, alle drei, die würden nur hieran dann arbeiten. Dann können wir sonst mit ihnen nichts machen. Ja, warum müssen erst... Ist der Pier mittlerweile fertig? Er ist fertig. Oh, Leute transportieren? Wie geht das? Umsiedlung von Leuten? Ah, wir können einen Clan, 7 Familien, von einem Gebäude zum anderen hin und her schicken. Das ist der Seerosengrund. Da oben sind die Korallenfarmen. Genau. Und für die Umsiedlung von Leuten zwischen Bezirken. Wenn ich jetzt sagen würde, oh Gott, wie läuft das denn? Ich hätte gerne von da unten welche nach oben, sagen wir mal erstmal einen. Wie macht man das? Nochmal anklicken. Weiß einer von euch, wie das geht? Ich habe das noch nicht gemacht hier bislang. Wir klicken noch einmal den Pier an hier. Und da ist der, Leute transportieren. Wähle einen Bezirk für die Umsiedlung von Leuten. Ah, wir wählen den Bezirk hier. Ja, und jetzt Umsiedlung. Siedle Leute zwischen Bezirken um. Nochmal hier oben auf den Pier. Oder vielleicht muss man bei dem Pier hier starten. Wir starten mal bei dem Pier hier vorne. Ist der Pier hier denn überhaupt schon fertig? Weil wenn nicht, dann geht das hier nicht. Ach, der ist noch gar nicht fertig. Da können wir ja lange warten. Der muss auch noch gebaut werden erstmal. Alles viel zu früh geklickt hier. Schauen wir mal, ob wir in der Zwischenzeit noch ein bisschen extra Nahrung auflesen können. Hier ein bisschen was. Da auch. Und hier haben wir ein paar Arbeitskräfte zu viel, glaube ich. Hier packen wir mal zwei raus. Mal hier Sachen einsammeln. Wie geht's unserem Pier? Ja, sollte eigentlich von hier, sollten die Leute hier hinrennen. Dauert eine Weile, passiert aber. Aufgabenliste anzeigen.
die Bauaufgaben. Ja, das ist die einzige Bauaufgabe, deshalb hat die auch die höchste Prio, also mehr kann man nicht machen. Wir können einzelne Sachen hier irgendwie canceln hier, bestimmte andere Dinge. Wir können hier zum Beispiel sagen, wir können hier noch eine Arbeitskraft zuweisen, das können wir auch machen. Wir haben im Augenblick drei Leute, die nicht zugewiesen sind. Jetzt trickse ich mal, jetzt gucke ich mal, ob wir einen hier hinten hinschicken können. Ich glaube nicht, aber wir probieren das mal aus. Ich glaube nicht, dass es geht, aber ich will es wissen. Das war, oh Gott, da hinten. Nee, das wäre auch noch schöner. Das wäre auch sehr billig hier. Können wir hier mittlerweile ein Zelt hinsetzen? Oder ein Zelt können wir nicht bauen. Das ist nur das Upgrade. Ich hatte eben schon mal geschaut. Ein Verschlag. Oh, Stufe 1 geht auch. Wir können auch ein einfaches Zelt hier hinsetzen. Cool. Ein einfaches Zelt. So kann man wechseln. Da passen genau drei Leute hin. Und das setzen wir mal hier hin. Steht das da im Weg rum? Nee, ne? Einmal hier hin. Klasse. Sehr schön. Viele Gebäude sind nicht in Betrieb, ich weiß. Wie geht's unserer Forschung? Ist die Musik laut genug? Bitte kurz mal Feedback zum Spielton. Wir hatten ja eben leiser gemacht, ob jetzt alles passt. Hier müssen wir den Modus nochmal ändern. Ne? Wechseln wir einmal in den Forschungsmodus. Aber das war weiter ausgebaut. Das ist ein Studierzimmer. Ne, das sind beide Studierzimmer. Hier können wir mit drei Leuten arbeiten an Forschung. Die Nahrung nimmt dramatisch ab hier. Das ist echt uncool. Da müssen wir echt aufpassen. Wir kommen nicht drum herum. Wir müssen hier nochmal Muschelstationen ausbauen oder noch eine bauen irgendwo. Andere Alternativen haben wir nicht. Da gibt es irgendwo eine Fischstation. Ist der Pier endlich fertig? Der dauert ja Ewigkeiten. Jetzt kommt endlich jemand hier und baut den aus.